Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin in dieser spannenden Woche. Und gleich zu Beginn des Jahres war ja schon richtig was los bei uns. Vorletzte Woche hatten wir die Weltmeerpremiere von dem Film Kundschafter des Friedens. Läuft jetzt im Kino, gehen Sie unbedingt hin. Und letzte Woche hatten wir eine Pressekonferenz. Da haben wir die spannendsten Themen für das Jahr 2017 vorgestellt. Und wir hatten viele Gäste, zum Beispiel Birgit Schrowange. Bitte schön. Birgit Schrowange und ich haben in unserer Jugend beide Pappkartonfernseher gebastelt. Ich hatte einen ohne Wand. Ich habe ja meinen Kopf dadurch gesteckt. Ja, ich auch. Und habe immer Fernsehmoderatorin gespielt. Ja, ich muss zugeben, ich habe dieses Ding nicht selber gebastelt, sondern ich habe das von einer Kollegin basteln lassen. Die war auf der Waldorfschule und da macht man das Ding perfekt. Das muss man einfach sagen. Meine Eltern wollten immer, dass ich auf die Bühne gehe. Ich wollte immer ins Fernsehen. Meine wollten immer, dass ich was Anständiges lerne. Ich habe ja Rechtsanwalts- und Notargehilfin gelernt. Ach, und dann bin ich zum WDR. Ich bin totale alte Kreuzfahrerin. Ich war auch schon mehrmals auf der AIDA. Ich möchte so gerne mal beim Traumschiff mitspielen. Die Presse ist ja reichlich vorhanden. Wenn ihr so nett seid, bitte, dass ihr das einfach erwähnt. Irgendwie kann man im Nebensatz sagen, sie würde gerne im Traumschiff spielen. Das hilft manchmal. Harald Schmidt hat da ja auch immer eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, ich bin die Ehefrau von Harald Schmidt oder ich erwische den in flagranti irgendwas. Sie würde davon träumen, Keine Ahnung. Dass ihr das notiert. Harald Schmidt ist ja genauso alt wie ich. Also wir würden gut zusammenpassen. Ich bin sehr gerne im Norden unterwegs. Weiße Nächte in St. Petersburg, das würde ich hier auch wahnsinnig gerne nochmal machen. Die Ostseereise, Norwegen, also die Fjorde, finde ich ein Traum. Ich habe ja ein Buch geschrieben, schon vor 2 Jahren, eine Mischung zwischen Biografie und Mutmachbuch für Frauen. Ich denke mal, hier sind auch sehr viele Frauen an Bord, aber natürlich sind die Männer auch herzlich willkommen, können alle noch was lernen. Ich habe immer Bücher geschenkt bekommen, schon als Kind. Ich habe meinem Sohn auch immer vorgelesen. Ich habe irgendwann mal mit ihm einen Deal gemacht. Er kann sich jedes Buch wünschen, wenn er dieses Nintendo da aus der Hand lässt. Also mittlerweile zockt er auch ganz gerne, aber er liest auch. Ja, ich liebe es zu singen. Vielleicht könnte er mich ja mal als Sängerin engagieren. Es würde gar nicht auffallen. Ich setze mir eine rote Perücke auf und dann Strapse an und mache dann einen aber auf das Andrea ist Berg. Jetzt mal eine Nachricht. Freunde deutscher Popmusik. Als Andrea Berg bin ich ja schon öfter aufgetreten. Ich besorge die Perücke und die Strapse und dann geht das los. Natürlich, ich kann nicht so besonders gut singen, aber ist doch egal. Hauptsache man macht das, was einem Spaß macht. Wir zeigen Ihnen ja immer wieder gerne so ein paar Bilder von hinter den Kulissen. Und unser Provision Master auf AIDA Vita zeigt Ihnen heute mal, wie er das schafft, alles das, was wir an Bord haben müssen, unterzubringen. Dagegen sind die Probleme, was Sie in den Koffer kriegen, nichts. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Ralf. Ich bin der Provision Master hier an Bord. Ja, was bedeutet Provision? Provision ist im Grunde genommen, dass wir alle Waren, die wir hier an Bord brauchen und verbrauchen, bestellen und dafür sorgen, dass die immer vorrätig sind. Wir bestellen die Ware an Land. Die wird dann fachgerecht in Hamburg zusammengepackt, uns per Container geliefert. Und diese Container werden bei uns am Schiff zum Anfang der Reise übernommen. Das passiert hier auf dieser Reise immer in Miami. Wir übernehmen die Ware, lagern die in diesem Bereich, im Provision-Bereich auf Deck 3. Und später geht das dann an die einzelnen Abteilungen. Damit Sie mal eine Vorstellung haben, um welche Mengen es sich handelt, ca. 70 bis 90 Tonnen, je nachdem, wird im Grunde genommen für 10 Tage eingelagert. Das umfasst Obst und Gemüse frisch, 17 bis 20 Tonnen. Dann haben wir Fleisch mit 20 Tonnen, Fisch mit 10 Tonnen. So ungefähr, dass Sie mal eine Größenordnung bekommen, was wir an Bord hier in 10 Tagen verbrauchen. Ganz beliebt der Tischwein. Da verbrauchen wir pro Tag ca. 600 Liter für beide Sorten. Hier an Bord handeln wir ca. 5000 Artikel, die wir immer auf Lager haben oder in Bestellung. Sollte es einmal knapp werden, aus irgendwelchen Gründen, weil schlecht Wetter oder andere Sachen, die mal ab und zu dazukommen, dann ist es kein Problem. Wir haben immer eine Reserve von mindestens 4 Tagen, dass wir sie 4 Tage länger versorgen können, ohne dass die Ware an Bord kommt. Und in 4 Tagen haben wir natürlich sämtliche Bestellungen lokal geordert und auch die Container umgeleitet, dass wir das im Grunde genommen in einen nächsten Hafen dann laden können. Jetzt haben Sie einen kleinen Einblick bekommen, was in der Provision so passiert. Also bitte schön immer aufessen und austrinken. Die nächste Bestellung steht schon vor der Tür. Normalerweise lasse ich mir die Haare ja immer an Bord schneiden. Heute ist kein Schiff im Hafen. Deswegen gehe ich jetzt hier zum Friseur. Für Sie habe ich in der Zeit die Verlockung der Woche mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Reise, auf der ich mit meiner Familie selber bin. Und wir freuen uns schon riesig. Viel Spaß!
Wir reisen zunächst von Montego Bay zur Isla Catalina vor La Romana und nach Tortola und St. Martin. Es geht weiter zur kleinen Insel Antigua und nach Santo Domingo. Unsere Route führt uns nun nach Cartagena, Colón und Puerto Limón. Wir machen noch Halt in Grand Cayman und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Montego Bay. Wer wird Millionär und The Voice zählen ja zu den beliebtesten Formaten an Bord. Und deswegen haben wir ein weiteres Fernsehformat an Bord gebracht, die Pyramide. Wie hier bei mir auf dem Kopf. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Ihrer Gameshow Die Pyramide und das sind Ihre Kandidaten. Dennis und Manuel, Tanja und Daniel und Jacqueline und Sarah. Großen Applaus nochmal, setzt euch schon mal hin. Nachdem wir ja bereits erfolgreich Werbemillionär und The Voice of the Ocean bei uns an Bord gebracht haben, haben wir uns gedacht, es ist Zeit für ein neues Gameshow-Format und dann sind wir schnell auf die Pyramide gekommen. Heute gegessen, die kleinen grünen Oliven. Ja. Das hast du auch heute getrunken beim Essen. Wasser. Aber oft fehlen einem halt einfach, wie gesagt, die Wörter. Einem fällt nicht ein, wie man das erklären soll. Reiten, Pony, Pferd, Reiter, Cowboy. Komm mal weiter. Galopp. So hat unser Gast auch die Möglichkeit, mal nicht nur im Zuschauerraum zu sitzen, sondern auf der Bühne was zu erleben, was zu gewinnen und natürlich Spaß zu haben. Gassi ohne Hund. Spazieren? Ja. Also insbesondere auf den Schiffen besteht die Herausforderung darin, dass die Bühne natürlich einerseits seetauglich sein muss, dass die Bühne auch schnell aufbaubar sein muss, denn wir haben ja sehr viele verschiedene Veranstaltungen jeden Tag auf der Bühne. Und außerdem muss ich die Dekoration eben auch leicht und klein einlagern lassen. Wenn ich paddel, brauche ich auch ein Paddelboot. Nein. Mit was muss ich? Ich muss Ruder. Ja. Also ich fand es sehr lustig und man muss einfach mal dabei gewesen sein. Es war für uns ganz spannend, denn wir sehen das fertige Produkt am Ende des Tages hier erst bei der Premiere. Denn wir planen vorher natürlich viel, wir organisieren vieles, aber erst wenn alles hier an Bord ist, verschickt wurde und eingerichtet wurde, sehen wir als Produktionsteam das Produkt dann auch endlich mal fertig. Du darfst die prominente Persönlichkeit nicht beschreiben, sondern nur nachahmen. Heidi Klum! Und deswegen freuen wir uns tierisch auf die Premiere hier an Bord. Letzte Pyramide, ein Wort. Also, lieber Daniel, überlege jetzt genau, welches Wort du sagst. Hier. Dort. Weg, fern. Boot, Schiff, Theater. Ja, Theater! Ja, einfach immer mutig sein, immer neugierig sein, immer alles mitmachen. Kann nie schief gehen, blamieren ist nicht schlimm. Ich kann das nur jedem empfehlen, da mitzumachen. Und hier habe ich für Sie wahlweise die Frisur der Woche. Die sehen Sie auf meinem Kopf oder die Bilder der Woche. Die sehen Sie jetzt. Viel Spaß. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down. Dankeschön.